Herzlich willkommen zurück bei Nether, dem unbarmherzigsten Spiel aller Zeiten. Und der Sarazar war zumindest zeitweise ohne Snickers unterwegs in dem Spiel. Ja, und du bist auch wieder abgenippelt, Alter. Genau, ich bin inzischen auch abgenippt, aber das lag nur daran, weil ich vom Server geflogen bin, zwischen letzter und dieser Aufnahme. Wir haben aber so ein paar Helfer jetzt dann am Start. Dann hat dich ein Spieler umarmt, ne? Genau, umarmt, herzlichst. Wo ist deine Waffe? Herzlichst, ja, ich habe gar nichts mehr. Und genau, wir haben hier den LGG Ghost und den LGG Valkyrie. Und die beiden werden uns jetzt mal ein bisschen helfen, damit wir auch mal Sachen zeigen können. Und ich dachte, lass uns doch mal, was hältst du davon, wenn wir vom hohen Ross uns runterstürzen? Du meinst mit Gleitern, ne? Ja, ja, mit Jungs, die hören, können uns auch hören, sind richtig gute. Einmal runterstürzen mit Gleitgel. Unterstützt haben und natürlich auch deutlich mehr Erfahrung haben hier in Nether als wir. Und deswegen kriegen wir es jetzt vielleicht mal auf die Kette. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ne? Ja, das wär nicht ganz, ganz verkehrt. Aber wir können ja so ein bisschen sneaky uns weiter bewegen. Ihr habt, glaube ich, ihr beide habt Gleiter für mich. Vielleicht, wenn ihr noch eine Schusswaffe für mich habt, sonst würde ich mir schnell eine holen, glaube ich. Kann ich auch meine Magnum geben. Oder so. Oder meine normale Knarre. Oder so. Hier, guck mal. Warte, ich werfe die auf den Boden, ne? Kann ich einfach auf den Boden... Ah, nee, muss ich traden mit dir, ne? Nee, du kannst einfach droppen. Droppen und dann liegt die da. Einfach rausziehen aus dem Inventory. Nee, gibt's einen Button. Drop. Okay, ich verstehe. Ja, alles klar. Drop. Vorsicht, schnell. Ja, ich bin schon dabei. Hab ich. Bevor sie wieder vergriffen ist. Habe ich. Sehr schön. Dann habe ich auch sogar 19 Munition. Hervorragend. Und eigentlich könnten wir dann losgehen. Es ist aber gerade, glaube ich, einer von den beiden nach oben gegangen. Ihr könnt natürlich nach wie vor gerne auch mit uns chatten. Und uns Sachen über den Chat sagen, denn die beiden sind auch jetzt mal mit uns im TS drin. Die können bloß nicht reden, weil damit Sarazar und ich die Moderation machen können, aber sie hören alles, was wir sagen. Zum Beispiel, wieso sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr die... Auf dem offiziellen Sergeant Rumpel TS, die TS-Adresse gibt's bei sergeantrumpel.de. Genau, genau. Da steht sie dann, genau. The Ghost zum Beispiel, spring doch mal. Und powered by das Ganze bei Nitrado. Wieso, die machen alles, was wir sagen. Dreh dich im Kreis, Ghost. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. Band das S, ne? Hier sind Hacker, sagen die Jungs. Dann müssen wir umso vorsichtiger sein. Vielleicht sollten wir durchs U-Bahn-System laufen. Was haltet ihr davon? Ist das gut? Oder ihr führt einfach den Weg, weil ihr kennt das höchste Haus. Ah, nice, ein Katana. Ich freue mich total. Boah, das ist ja toll, ein Katana. Hm, ja, okay. Was ist das hier Schönes? Medium Backpack, nimm den mal. Ja, bevor ich hier noch gekauft. Jemand... Ah ne, das bist du ja. Manchmal sehe ich irgendwie nicht die... Nimm mal das Essen, so. Ja, gut. Und noch ein Katana, guck für dich. Cool. Und noch ein Essen Katana, für mich. Katana, Katana. Katana, genau. Danke dir, so. Valkyrie, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ihr führt den Weg. Ich ziehe noch gerade meinen Katana ins Inventory, anstatt dem Küchenmesser. Ist übrigens ein gutes Küchenmesser, habe ich gesehen, ne? Mir nach. Ja, es ist ein sehr gutes japanisches Küchenmesser jetzt in deiner Hosentasche. Also, ja, genau. Aber in meiner Hosentasche. Sehr bekannt wurde für ihren guten Stahl. Ja. So. Also ich folge jetzt einfach den guten Ghost. So, aber wohin will er denn jetzt? Ja, das wird sich zeigen. Vielleicht sollten wir die Jungs doch auf anschalten. Das sind ja nur zwei. Ja, der macht hier so ganz fiese Sachen. Nicht, dass ich da hier runterfalle oder Gott. So. Das ist doch Psycho. Aber ich komme da nicht hoch, Bulldog, wenn du da nicht weggehst. Mach mal auf an. Oh, wir werden verfolgt. Bekomme ich da hinter uns Hacker. Okay, was machen wir jetzt? Hinter uns Hacker? Woher wissen wir denn, dass das Hacker sind? Das ist der Navi. Das kann ich dir auch nicht sagen. Komm da gar nicht durch, wenn die Jungs da stehen, weil wenn der Bulldog da oben stehen bleibt, komme ich da nicht hoch. Ist leider so. Ich könnte ihn jetzt auch nicht umschießen, weil wir sind ja in einer Sicherheitszone. Sag mal, wir haben die einen Typen da letztens diese Sicherheitszone aufgelöst. Vielleicht waren das auch Hacker. Nee, das war einfach, weil die Sicherheitszone hat ja so Apparate, die sieht man hier mit diesen Lautsprechern und mit dieser roten, was ist das eigentlich, eine Lampe oder so, da oben drauf. Und wenn die ausfallen, dann kann auch in den Sicherheitszonen geschossen werden und so weiter. Ah, plötzlich. Und das war ein Zufall einfach nur. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit den ganzen anderen Jungs los ist. Schreibt doch mal in den Chat, was ihr jetzt vorhabt. Der Navi möchte uns alle töten. Okay. Mach das mal ein Mikro an. Leider, lieber Ghost, geht das nicht, weil wir ja aufnehmen. Das hatten wir vorhin noch kurz gesagt. Ihr könnt leider nur hören. Ihr könnt leider nicht mit moderieren. Okay, ich bin da oben auf dieser blöden Wand. Ja, genau. Sorry.
So, kriegen wir denn nicht den... Du kannst jetzt auch nicht das Fenster switchen, ne? Den Typen weg, den anderen? Kriegen wir den nicht zu dritt weg? 3, 2, 1 und hopp. Aber ich habe noch keinen Gleiter. Ich habe auch keinen Gleiter. Den bräuchten wir dafür noch. Dann können wir hier runterspringen. Komm, lass uns doch einfach unten rausgehen und dann durch die Kanalisation laufen oder so, oder? Ja, warte mal, der Ghost hat dir was vor. Der will ja hier runter, dass wir hier runterspringen. Ah, da hat er schon mal einen Gleiter für dich. Danke dir, Alter. So, und ich muss dann, was muss ich machen? Ich muss dann wahrscheinlich die Taste 5 drücken im Moment des Fluges, oder was? Wer schießt denn da schon wieder? Bring mal hier runter. Ja, tatsächlich. Okay, ich verstehe. Okay, dann vielleicht könnt ihr mir auch noch einen Gleiter irgendwie geben. Ich habe noch keinen. Die Frage ist natürlich, muss man den dann halten, den Gleiter? Also ja, die Taste? Hat er gerade geschrieben, muss man halten dann wohl. Ah, okay. Ich probiere das auch einmal aus in einer etwas ungefährlicheren Gegend, hier zum Beispiel. Alles klar. Ja, das habe ich gerade auch ausprobiert. Hat's geklappt? Ja, also ich glaube, man muss... Ja, genau. Man muss es, okay. Man muss den gedrückt halten. Wohl. Verstehe. Okay, jetzt bin ich hier irgendwo hinten gelandet und komme hier nicht mehr raus. Na toll. So, aber wenn wir jetzt hier runterspringen von diesem Gebäude oben und dann runtergleiten, also, dann müsste clever. Doch der Bulldog eigentlich keine Chance haben, uns noch abzuknallen. Der muss ja selbst auch aus der Safe Zone raus und muss erst dann... wir müssen einfach ums Gebäude fliegen. Wir fliegen einfach rechts hier, ne? Auf das andere Gebäude, auf dieses... Nee, nicht Ding, auf das andere Gebäude, also wir fliegen einfach, wir springen einfach hier runter und fliegen dann direkt scharf rechts. Der hat aber Wallhack und Aimbot. What? Alter, wird das so gehackt hier, das Spiel, das ist ja übel. Das ist echt übel. Ich spring da jetzt runter, Freunde. Also, genau. Ja! Oh, hat nicht so richtig funktioniert, aber ein bisschen. Spring mal runter, Rumpel. Ja, warte. Wird sehen. Okay. Hat bei mir auch nicht so richtig geklappt. Okay, pass auf. Wir rennen jetzt hier rechts rum und ihr seht uns ja auf der Map, Jungs. Der kommt. Okay, dann lassen wir hier weiterlaufen. Oh, ich höre da was. Ja, Achtung, halt dich bereit. Geht euch. Yeah! Nice. Mit der Schusswaffe ist das doch ein bisschen einfacher, ne? Ja. So, dann lassen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie in einen sicheren Bereich kommen, in irgendeine der Untergrundbahnbewegungen oder so. Man muss ja immer noch sagen, auch das Spiel ist Early Access. Genau, ich bin mir sicher, dass die Entwickler hier noch ziemlich viel was so... Irgendwie klappt das mit diesem Gleiter nicht so ganz. Muss man ihn davor drücken? Vielleicht kann das sein, bevor man losgeht. Jungs, es wird geschossen. Ja. Wir müssen uns einfach schnell bewegen. Wir dürfen nicht stehen bleiben am besten. Und uns die ganze Zeit hin und her bewegen. Oh, jetzt bin ich hier gerade, habe ich keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Wir alle hängen jetzt irgendwie rum und laufen. Da kommt was. Auf der anderen Seite. So, wir müssen einfach in den Untergrund. Jungs, lauft! Wir gehen in die Bahn. Wir fahren mit der Bahn, der Schwäbische Eisenbahn. Alter, hinter mir ist was her. Ah, da ist auch der Eingang. Sehr gut. Wir sind hier drin, Sarazar, und sobald du den Untergrund siehst, lauf einfach runter. Bisher geht das anders noch ganz gut. Ich höre jemanden, der schießt. Ja, weggeballert. Ja, ich hab's weggeballert, das Vieh. Ah, das sehr gut. Eins. Komm aber lieber runter, weil wenn der Wallhack und Aimbot hat, dann, solange der uns nicht sieht, glaube ich, müsste das eigentlich, obwohl das könnte sein, dass er dann auch uns sieht. Aber es ist schon deutlich einfacher, wenn er einfach nur mal eine Schusswaffe hast. Die wir hier dann Ghost und Valkyrie haben, die genau. Müssen uns hier weiterhelfen. Übrigens auch nochmal sehr netten Dank an euch beide. Ja, auf weil jeden es ist, Fall. Es ist nicht so häufig, dass man einen Spieler trifft in Nether, die nicht einen sofort umlegen. Und ich finde es aber schön, dass man auch sowas mal zeigen kann. Wir haben jetzt ja oft in vielen Folgen gezeigt, wie wir umgelegt worden sind. Und jetzt mal was anderes. Das ist doch schon ganz gut. So. Also wie gesagt, in der Gruppe ist man deutlich stärker. Das ist auf jeden Fall der Fakt. Aber man kommt halt auch schnell um, ne? Wenn du von Spielern getroffen wirst, geht das rapzap. Ja, natürlich. Eigentlich, wir sind ja gar nicht, wir haben ja da keine Berührungsängste in irgendeiner Form. Sondern, oh, kommen wir hier durch? Nee.
Hier komme ich natürlich nicht durch als erfahrener Krieger. Ach, $30, die nehme ich mal mit. So, ich muss jetzt erst einmal hier und dann dort und dann wieder zurück. Die Rumpel ist da hinten im Tunnel noch. Der kommt komm jetzt. Komm schon. I'm coming. I'm arriving. Wie die Briten sagen. Ich glaube, ich muss mal zwischendurch mal so um diese Dose futtern, damit mein Nahrungsgehalt wieder was aufgefüllt wird. Ach, geht aber, oder? Noch bisher. Ich hab ein Viertel. Noch. Aber ich hau die mir mal rein. Moment. Erstaunlich wenig Monsterzeug hier jetzt momentan gerade, ja, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, hier ist Muni. 0,45er, cool. Das ist genau die richtige Muni für mich. Nee, stimmt gar nicht. Ich dachte, nee, Magnum-Munition. Das 45er ist müsste die Magnum sein, oder? Achso, dann habe ich hier wahrscheinlich eine andere. Obwohl, nee, warte mal, ich bin mir nicht sicher. Da hinten leuchtet auch noch was, da ist auch noch mehr Loot. Cool, ich habe auch noch eine Kurve, habe ich auch noch nicht erlebt, muss ich sagen. Das ist das erste Mal, dass ich hier eine Kurve in dem System habe. Ich würde ja mir wünschen, dass das U-Bahn-System noch ein bisschen ausgebaut wird. Ja, wird es mit Sicherheit. Also es stehen ja noch viele Karten. Oh, da höre ich was. Bisher nur im gewissen Bereich. Ja, da kommt ich finde, Monster sollte man tatsächlich irgendwie versuchen, mit einem Midi wegzumachen. Lohnt sich gar nicht dafür, die Munition zu verprassen, oder? Ah, geht so, weil das Wichtigste ist Lebensenergie. Das stimmt. Ich habe gerade Chips gefunden. Jemand Hunger? Nö, gerade geht's. Danke. Guten Appetit, Alter. Lass dir schmecken. Ja, werde ich machen. So, wo sind wir denn inzwischen? Wir werden jetzt gleich mal den Fluss überqueren, so wie das aussieht. Tief in den Tunneln. So, wie sieht das hier mit Loot aus? Ist nichts mehr, kein Loot mehr. Aber es nimmt tatsächlich, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, es nimmt so ein bisschen diesen Spannung- und Horrorcharakter, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs sind, die auch gut ausgerüstet sind. Findest du nicht? Das geht, weil es könnte auch eine gut ausgerüstete Truppe uns schnell mal begegnen. Das stimmt natürlich. Am Boden. Das stimmt natürlich. Aber es ist nicht mehr so dieses sneaky, wenn man versteckt sich, sondern man läuft eher rum. Und hier, guck mal, das ist das, was ich letzte Folge gemeint habe. Hier fliegt man nämlich so ein bisschen in der Luft rum. Ah, lustig. Der Berg war mal größer wahrscheinlich in einer vorherigen Entwicklung. Genau. Und das wurde noch nicht ganz... Ach, guck mal, der fliegt auch schon wieder. Jetzt muss ich auch mal versuchen, dass 5, er springt und dann 5. Hä? Irgendwie warte klappt mal, das nicht. Ich krieg's bei mir. Nicht hin. Ich auch nicht. Tot! What? Warum bin ich tot? Hier hat jemand eine Shotgun liegen lassen. Und Alter, warum zur Hölle bin ich tot? Ich weiß nicht, vielleicht bist du zu weit runtergesprungen. Oder es ist ein Sniper gewesen. Ich stehe noch genau da, wo du warst. Oder es ist ein Sniper gewesen. Ach, nö. Ich habe immer ein Glück in diesem Spiel. Die sind auch sofort hier alle in Deckung gegangen. Das ist wahrscheinlich ein Sniper gewesen. Ach, scheiße. Okay, dann wurde ich vom Sniper weggesnippelt. Bei 90, okay. Ja, war ein Sniper. Könnt ihr den sehen? Wisst ihr, wo das ist? Scheiße, dass ich den Chat nicht eingeblendet habe. Das hätte man natürlich jetzt vermeiden können. Der hat mir auf jeden Fall einen Scharfschützen-Headshot verpasst. Und jetzt muss ich wieder zu den anderen. Ich bin echt der absolute Pechvogel hier in dem Spiel. Ich weiß auch nicht, wieso. Momentan schon, ja. Ey, was heißt momentan? Wo bist du denn rausgekommen? Die letzten Folgen immer. Bist du denn nahe? Guck mal, du musst sowieso, wir müssen sowieso in die Richtung, wo du bist. Also zum Riverside Outpost. Ja, wir müssen eher zum Lakeside. Aber wir können auch das Haus am Bennett Park nehmen, Leute. Dann sind wir vielleicht nicht ganz so hoch, aber wir können den Sarazar einsammeln. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Kriegt ihr den weg? Ich habe ja nur eine Pistole, damit kann ich nicht viel machen. Das ist auch eine Schrotflinte. Ja, ich habe eine Schrotflinte, aber gegen... Auf Reichweite, vergessen. Gegen Reichweite wird das wohl nix. Das sind Tribes. Ja, das könnte sein. So, der versucht hier, LG Valkyrie versucht gerade dieses Sniper-Duell hier zu bestehen. Das sieht total witzig aus, weil er halt irgendwie die ganze Zeit in der Luft schwebt. Probier mal zu euch zu kommen. Irgendwie. Oh, da jetzt wurde er geschossen und has been killed by Valkyrie. Alter Schwede, nicht schlecht. War das der? Ja, gut. Können wir weiterlaufen oder sind da noch mehr? Der wird nicht alleine sein.
So, ich lege mich auch mal hin. Man kann sich nämlich auch mit Z kann man sich hinlegen und dann ist man hier so ganz langsam unterwegs und das muss ziemlich komisch aussehen. Bit. Und der Gauss ist da runtergelaufen. Ja, genau, dann würde ich auch sagen, dass wir jetzt da runterlaufen. So. Ich bin da. Und dann laufen wir jetzt irgendwie entgegen. Genau, wir laufen dir auch entgegen. Bin dem Flugvieh entkommen, zum Glück. Sehr gut. Ja, da konnte ich wieder nichts machen. Der Sniper war natürlich mies. Ich probierte die ganze Zeit den Fallschirm zum Laufen zu bringen, beziehungsweise den Gleiter. Und hüpft da rum wie so ein Bescheuerter und dann papp, tot. Kopfschuss, Scharfschütze. Hat mich erledigt. So läuft's hier. Ich frage mich, wann mal die erste Folge kommt, die ich komplett überleben werde. Die erste war ja eine, ne? Die erste war ja, aber weißt du, was da das Problem war? Oder was heißt nicht das Problem, sondern der Grund dafür, dass wir total sneaky im Untergrund rumgelaufen sind. Ja, das stimmt. Gut, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder zu offen da rumgedödelt, ne? Ja, so. Jetzt weiter. Wir, glaube ich, wir müssten jetzt eigentlich dir nähern, oder? Sehe ich das falsch? Aber man lernt dazu. Ich habe eine Wasserflasche. Ja, ich gucke auch zwischendurch immer wieder auf die Karte. Der Ghost läuft auch immer so ein bisschen zickzack für eventuelle Sniper. Natürlich ja, auch eine ganz gute Idee. Unklug. Aber im Moment wäre es halt eh wahrscheinlich so halbwegs egal. Okay, Vorsicht, Flugvieh. Nicht so zu nah rankommen. Ich glaube, von hier müsste man eigentlich auch schon. Oder ist das schon das schräge Haus? Nee, das ist noch nicht das schräge Haus. Das kommt erst noch. Aber wir wollen hier trotzdem mal hochgehen. Wir sind jetzt in dem Gebäude drin, Salazar, und laufen gerade nach oben. Wir gucken, ob wir dann dich finden irgendwie. Ja, ich bin noch direkt hier. Guck mal auf die Karte kurz. Oh. Ja, fast bist du da. Also du musst noch ein bisschen weiter und dann vielleicht können wir zu dir fliegen oder so. Ah ja, das ist auch ein ganz nettes Haus hier. Noch eben. Aber das meinte ich glaube ich gar nicht. Ich guck mal gerade, ob ich das sehen kann von hier aus. Das schräge Haus. Ja, da hinten sieht man es schon. Das hier drüben meine ich. Seht ihr das? So. Okay, ich pushe hier so langsam, aber sicher die Straße entlang. Es wird wieder gruseliger. Ja, sobald man alleine unterwegs ist, ne? Da muss man höllisch aufpassen, einfach hier im Spiel. Und das war auch mein Fehler halt oft. Ja, wir sind jetzt auf dem Server. Das ist so ein bisschen. Es gibt sehr viele Spieler, die uns jetzt nachgejoint sind. Tatsächlich auf dem Server. Und dadurch ist dieser Server jetzt auch voller geworden. Als wir angefangen haben, waren, glaube ich, 11 Leute drauf. Und inzwischen sind, glaube ich, 36 drauf oder so. Ja, es ist hier richtig voll. Und damit merkt man das auch wirklich. Das Gameplay ändert sich total, wenn mehrere Leute drauf sind, habe ich das Gefühl. Es geht plötzlich von PvE wesentlich mehr auf PvP. Und damit ist es eigentlich fast. Ich finde es. Also, ich bin mir nicht immer so ganz sicher, ob das langweilig oder nicht so langweilig ist, weil man wartet halt mehr ab. Man ist wesentlich vorsichtiger, man guckt wesentlich mehr hin und her und es passiert nicht mehr so viel, wie wenn man mit PvE unterwegs ist. Ich glaube, ich bin bei euch in der Nähe. Achtung, ich höre da auch einen Schreier. Bist du das? Hast du den angelockt? Ja, ich kann gut sein. Ja, du musst jetzt da dieses Gebäude, wir sind nach oben gelaufen. Oh, ich höre da den Ich darf nicht zu viel Power verdrödeln. Okay, warte. Wir kommen gerade zu dir. Ah ja. Ja, ich kann den nicht übernehmen. Der ist aber da. Was wir machen. Ja, der ist da. Hinter dir. Hinter uns. Boah, das ging schnell. Sehr geil. Gut gemacht, Alter. Sehr schön. Dann lass uns mal weiter sneaken zu dem schrägen Gebäude. Du kannst jetzt mal hier gucken, Saraza. Hier siehst du das. Super, danke. Wenn du hier durch das Fenster guckst, dann siehst du dieses schräge Gebäude da hinten. Das sieht echt cool aus. Und da kann man komplett hochlaufen. Hast du Sachen noch aufgehoben, Rumpel? Nee, gar nichts. Cool. Wir sind einfach nur gesneakt. Nee, von mir, von meiner Leiche. Ach so, ja, habe ich noch. Habe ich noch, ja. Moment. Hier ist das Katana. Bist du da? Super. Ja, ich bin direkt hier. Das ist Katana. Und ich meine, ich habe auch deinen Gleiter aufgenommen. Den Gleiter habe ich schon einen. Achso. Cool. Was habe ich denn noch hier? Kann ich wieder gerade nicht aufheben. Was zu essen kann ich dir noch geben? Hier, Chipstüte. Nee, brauche ich gar nicht. Nimm das ruhig. Super. Ah, komm hier. Nehme ich noch ein bisschen. Okay. Du hast jetzt beide Schusswaffen auch, oder? Warte mal, ich habe eine Pistole und eine Shotgun. Ich kann dir die Shotgun wieder geben, genau. Die war ja eigentlich deine. Ja, das wäre super. So. Achso, warte mal, hier ist noch die Muni dazu. Drop. Cool.
Okay, dann geht's los. Alles klar, ich bin am Start. Ja, der Sniper, der hat mich erwischt. War ein scharfer Schütze. Aber ist alles nochmal gut gegangen eigentlich, wenn man so will. Cool, danke auch für die Pillen, das ist natürlich übers praktisch. Gott sei Dank hat der mich nicht auch noch mitgenommen, als ich deine Sachen aufgesammelt habe. Ja, eigentlich warst du voll offen. Ja. Oh, guck mal, was da ist. Ach, guck mal, hier liegt total viel Loot. Du wieder rum. Glück. Sehr geil. War aber echt lustig. Also muss ich sagen, es ist auch echt spannend jetzt. Boah! Das war nur ein Schreier. Den ist natürlich gut mit Fernkampfwaffen auszuschalten, bevor er rumbrüllen kann. Cool, mein Charakter geht, obwohl ich mich gar nicht nach vorne bewege. Ja, das habe ich auch mal immer. Da musst du noch mal springen. So, wir kommen diesem schrägen Haus näher. Jetzt wird es auch wieder dunkler. Das ist natürlich... Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe übrigens auch gelernt von Valkyrie Ghost, dass wir kein Gold für Gleiter und so ein Kram ausgeben sollten, weil das zu schnell selber gefunden wird, so ein bisschen Geld. Das stimmt natürlich. Also die Geld vor allen Dingen kriegst du ja auch jedes Mal, wenn du stirbst im Endeffekt. Haben ja auch schon ein paar Spieler in die Kommentare auch geschrieben. Aber ich meine, du hast ja das Gold und das ist jetzt ja, es geht jetzt ja auch einfach teilweise darum, irgendwie was zeigen zu können oder so. Dann genau. Kann man das auch mal kurz ausgeben. Das mit dem Gleiter ist schon cool, aber so richtig hinbekommen haben wir das noch nicht, ne? Nee, ich habe gesehen, also das braucht immer so ein bisschen, das hat auch so einen Auslösezeitraum, bis der funktioniert. Oh mein Gott. Und ob wir an dem schiefen Turm da ankommen werden, an dem schiefen Turm von Nether. Das sind wir schon angekommen, aber wir laufen in der nächsten Folge hoch. Ja, genau. jetzt wollte ich es doch. Jetzt hast du alles verraten. Wäre gar nicht aufgefallen. Super, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode, liebe Freunde. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.